Also, das ist Rollen. Was war das? Okay, das war der Wechsel. Die hinteren Tasten kenne ich noch. Das ist Blocken, das ist Treten. Die sind auf Small geben. Ah, und damit wechsle ich einhändig oder zweihändig. So, über das Planetarium von den Gegnern. Gut. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo das Planetarium war. Wahrscheinlich muss ich runter durch diese Tür, durch die ich noch nicht gekommen bin. Ja, noch nicht durch konnte. Ah. Ups. Das Wichtigste ist nur, dass ich mit A rolle und nicht mit B. So, hier kann ich runter, da ist ein Gegner. Oh, da hat sich einer von hinten angeschlichen. Ah, verdammtes Brennen. Okay, du musst als erstes drauf gehen. Gut. Nein. Das war schlecht von mir. Ich habe vergessen, dass hier die Ausdauer sich ein bisschen anders regeneriert. Und wieso habe ich eigentlich nicht gelevelt, wenn ich schon die Möglichkeit hatte? Ah, Y, okay. Sehr gut. Okay. Na, ärgerlich. Tja, es ist immer so, dass ich genau meine maximale Ausdauer dafür aufopfern muss, damit der Angriff... Oh! Verdammt! Das war viel. Weg. Trinken. Was habe ich immer gemacht? Ah ja, genau. Na komm schon, du willst zuschlagen. Oh, ja. Genau dann, wenn ich kurz auf den Chat gucke. Autsch. Okay. Weg, 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 weg. Trinken. Schießen. Ja, da hat er ja schon sein Schild wieder oben. Stirb. Okay. Hier ist eine Truhe. Immer noch die Angewohnheit von Dark Souls mit A zu interagieren. Faustschild. Tja, wir benutzen keine Schilde. Wir benutzen zerstörerische Monsterwaffen. Wow! Ich glaube, der ist echt gestorben. Kleinen Moment. Da gibt es einen kleinen Fehler gerade. Wie es scheint. Oder? Ne, gibt keinen Fehler. Alles gut. Seltsam. Ich hätte trotzdem gerne wieder mein Design-Overlay. Na also.
Nein, nicht meinen zweiten Monitor ausmachen. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Aber es hat bis gerade eben angezeigt, dass ich offline bin. Und das ist inakzeptabel. Kleinen Moment. Nein. Wo ist denn das? Wieso willst du es dann runterskalieren? Nö, der will mir meinen Monitor nicht mehr anzeigen. Na gut, dann so. Wird schon funktionieren. Upp. Würde es auch, wenn ich nicht das hier im Bild hätte. Ah! Wow, 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 wow. Ich hasse die Magier. Ich darf nicht vergessen, dass die übrigens explodieren. Ha. Stimmt, der hatte kein Schild. Wow. Markieren. Das ist doch ein Witz! Der hat mir einfach mal mein ganzes Leben abgezogen. Stand so ganz gemütlich da. Meins. Und ich so am Bluten. Okay. Ausweichen, rollen. Hey, das ist echt asozial. Ha, okay, jetzt habe ich's. Also er muss zuschlagen, damit seine Ausdauer verschwindet. Ich muss dem ausweichen und dann muss ich sofort zuhauen. Oder ich verkacke es einfach. Mäh. Tja, in dem Moment, wo er auf mich zurennen soll, hätte ich vielleicht nicht trinken sollen. Das war unvorteilhaft. Ich hoffe, das ist das Planetarium, wo ich hier hingehe. Naja, ist es. Ja, ich habe dem Typen hinter mir Schaden gemacht. Na? Schuss. Wunderbar.
Autsch. Stirb. Bang. Hä? Huh? Stand irgendwas mit interagieren, ich hab's genau gesehen. Hm, seltsam. Ich guck noch mal kurz. Bin ich da nicht? Nee, doch nicht. Na gut. Vielleicht irgendwie irgendwo. Ausweichen. Da ist der Typ ohne Schild. Typ ohne Schild, komm raus. Oh. Au! Autsch. Okay. Oh. Au! Ah, shit. Keine Ausdauer. Ah. Ich hab's wirklich schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich die ganzen Movesets vergessen habe von den Gegnern. Das war ja der Überschlag, der mich sofort tötet. Hm? Ist das eine... Oh, das ist eine Kiste. Truhe ist verschlossen. Tja, dann ist sie es halt. Oh, was ist mit der hier? Auch verschlossen. Hm. Ich habe gehört, man kann Sneaker-Tags machen. Oder so Fallangriffe. Autsch. Yeah. Das hat funktioniert. Gut, funktioniert doch. Hank. Als ob ich einen Fuck auf euch gebe. Ha! Motherfuckers. Gegenstände umrollen. Ah ja. Ne, ich kümmere mich erstmal um den hier. Der ist etwas einfacher. Au. Ah. Au. Wow, das hat gereicht. Kleinen Moment, Telefon. Ich liebe sinnlose Anrufe. Oh Mist. Hä? Autsch. Schnell, trink. Ah, so viel Feuer. Du. Na, na, stirbst. Gut. Wow, hat er mich ernsthaft unterbrochen? Plonk. Ich liebe diese Plonk-Geräusche. Au! Das hat mich ja getroffen.
geht echt mal gar nicht. Autsch. Autsch. Au. Irgendwie rolle ich auch viel zu langsam. Ich sollte vielleicht ein Rüstungsteil oder zwei abnehmen. Wobei, eigentlich geht's. Ich glaube, ich rolle nur langsam, wenn ich keine Energie mehr habe, oder? So. Nee. Geht. Moment. Habe ich alles nicht ausgerüstet? Ich nehme mal das hier. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich schneller ist. Au! Au! Blöder Wichser! Weg. Heilung. Schuss. Noch ein Schuss. Noch einer. Waffe wechseln und... Natürlich musste das die Dreischlagabfolge sein. Wieso verliere ich eigentlich so viel Ausdauer dabei? Ich bin es echt nicht gewohnt, Ausdauer zu verlieren, wenn ich geschlagen werde. Na, also. Geht doch. So, den Krüppel haben wir jetzt auch gesmashed. Da kommt hier einer um die Ecke. Den einfach mal töten. Dann kommt der da. Der braucht drei Schläge, wenn ich das so mache. Ha! Ich wusste doch, dass es hier irgendwas zum Interagieren gibt. Aber ich habe die Truhe echt übersehen, ich blindes Stück. Dimensionen leicht. Achso, nee, ich habe ja schwere Rüstung. Beziehungsweise ich bin auf schwere Rüstung. Au! Autsch! 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 Weg! Heilung! Und brechen! Sehr schön! Für Schloss. Ja. Hier ist eine Tür. Die interessiert uns aber erstmal nicht. Wir wollen den Typen hier. Autsch. Autsch. Au. 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 Nein, das ist in diesem Flur. Nein! Nein! Er rollt doch weg. Wieso kann er sich so geschmeidig vorwärts bewegen? Ich frage mich trotzdem, wieso keine Sprungangriffe funktionieren.
Hey! Das ist so ein Bullshit. Aha. Autsch. Autsch. Bewege dich. Halt die Schnauze. So, jetzt du. So, du kriegst jetzt von mir ein paar Schüsse verpasst. Na also. Autsch, das reicht nicht ganz. Aber das reicht. Gut. Dem der die Schnauze gehalten hat. Au! Der die Schnauze gehalten hat. Und der die Schnauze hält. Heilen wir uns. Laufen durch. Gucken, wie die Lage ist. Töten den hier. Stellen fest, dass der Typ sein Arschloch ist. Stellen fest, dass er ein riesengroßes Arschloch ist. Töten ihn. Laufen weg. Und sind froh, dass wir überlebt haben. Laufen wir hier durch. Und diesmal töten wir den jetzt aber endgültig. Au. Bonk. Ach, ich hasse es, durch die Gegend zu fliegen nach sowas. Gut. Schmeiß dein Schild weg und stirb. Wunderbar. Oh. Gut gemacht, Hakin. Antanas ist hier und möchte mit dir sprechen. Hallo, Antanas. Was hast du denn so auf dem Herzen? Hakin. Kaslo hat mir von deinen Erfolgen gegen die Roga-Herrscher erzählt. Dies ist eine Leistung, derer meine eigenen Männer nicht fähig waren. Weil sie Pussys sind. Ist doch verdammt nochmal nicht leicht, sie in die Knie zu zwingen. Sag mir, wie es geht. Sieht irgendwie aus, als wäre ich geboren worden, um sie zu bekämpfen. Und verlieren macht mir keinen Spaß. Dieser Krieg dauert schon viel zu lange. Und sein Preis ist viel zu hoch. Mein Volk leidet. Und ich kann es nicht verteidigen, solange ich an diesem gottverlassenen Ort festsitze. Warum greifen uns die Roga überhaupt an? Adir plant, mich zu vernichten. Ich stehe für alles, was er fürchtet. Was könnte ein Gott fürchten? Ich reiße die Dämonen aus den Herzen der Menschen, Hakin. Ich mache Adirs Werk ungeschehen, direkt vor seinen Augen. Das hat seinen Zorn erweckt. Und jetzt ist er zurückgekehrt. Antanas hat gelernt, Menschen von bösen Geistern zu trennen. Er kann sie von ihrer dunklen Seite befreien. Das erregt Adirs Zorn. Da siehst du seine ganze Grausamkeit. Sollte Adir siegreich sein, werden wir alle unter seiner Regentschaft leben. Ich bin der Wächter des Volkes. Ich bin das Einzige, was zwischen ihm und Adir steht. Und ich werde diesen Kampf führen bis zu meinem letzten Atemzug. Voll der Übermacho. Aber jetzt sieht es schon besser für uns aus. Schlachten wurden gewonnen, doch der Krieg geht weiter, Hakin. Wir haben uns durch die Roga durchgeschlagen, um euch endlich hier rauszuholen. Nein, Hakin. Antanas ist derjenige, den die Roga suchen. Sie werden ihn jagen, wo immer er auch hingeht. Aber jetzt haben wir einen Plan, der die Schlacht direkt vor die Pforten unseres wahren Feindes trägt. Ihr meint die Roga? Nein, Hakin. Ich meine den Gott selbst.
So, ich habe die Möglichkeit, einen Gott zu töten. Okay, ja, das wird bestimmt Spaß machen. Jetzt wollt ihr mich für eure Zwecke einspannen. Aber als ihr mich in den Kerker habt werfen lassen, da habt ihr wenig Gnade gezeigt. Das war vor langer Zeit, Hakin. Die Verbrechen waren die deinen, Hakin. Ebenso wie die Strafe, die du dafür bekamst. Was habe ich überhaupt jetzt gemacht? Jetzt braucht ihr meine Hilfe. Warum sollte mich das kümmern? Warum die Mühe? Sollte Adir siegreich sein, wird er diese Welt neu formen. Darüber sehe ich nicht hinweg. Dein Wesen der Gewalt ist es, das die Flammen des Krieges weiter befeuert. Doch in einer Welt, die von Wahnsinn und Verzweiflung bestimmt ist, muss ich Feuer mit Feuer bekämpfen. Einen Gott kriegt man nicht alle Tage zu töten. So ist es. Und wie soll ich das anstellen? Du musst in das Reich der Roga zurückkehren und dort die verbleibenden Herrscher töten. Sobald sie fort sind, hat Adir keine andere Wahl, als sich selbst dem Kampf zu stellen. Wenn das geschieht, kannst du ihn vernichten. Warum hält sich Adir zurück? Er ist ein Gott. Seine Herrscher haben ihn in diesem Krieg vertreten. Sobald du sie vernichtet hast, hat Adir keine andere Wahl, als selbst das Schlachtfeld zu betreten. Aber wieso tut er das nicht bereits? In diesem Moment stößt du deine Klinge in sein verdorbenes Herz und beendest seine Existenz. Na gut. Ich verstehe. Nicht alle Herrscher befinden sich im Tempel, Hakin. Einige könnten näher am Ort des Ursprungs zu finden sein. Du wirst dies hier brauchen, um ins Herz des Roga-Reiches zu gelangen. In die Kammer der Täuschung. Jetzt sollte es dir möglich sein, mit deinem Handschuh den Weg in die Hand Gottes zu öffnen. Viel Glück im Kampf, Hakin. Sollten wir uns wiedersehen, wird es zur Feier deines Sieges sein. Okay. Hakin, bevor du gehst. Ja? Hier geht etwas Seltsames vor sich. Ich weiß nicht genau was, aber ich werde es noch herausfinden. Ich komme zurück und er ist tot. Das hätte was. Gut. Ups. Finde die Kammer der Täuschung. Okay. Dann denke ich mal, laufe ich wieder hoch. Kann meine Punkte verwenden und sowas. Was bist denn du für einen? Danke, dass du mich aus der Zelle geholt hast und nicht den erbärmlichen Weichling. Wahrscheinlich irgendwo weiter unten. Aber erst einmal. Was haben wir denn? 4200. Ich kann Rammen lernen. Oh. So, dann tue ich das doch. Gut, dann geht es wahrscheinlich tiefer runter. Also stimmt es. Antanas schickt dich zurück zu den Dämonen. Was interessiert es dich? Es ist so. Ich habe ein paar Männer entwischen lassen. Treulose Verräter der Wache. Wie Ratten sind sie geflohen, rein in die Wegpforte. Wenn du sie auf der anderen Seite findest, solltest du sie im Namen unserer Sache niederstrecken. Ihr Trupp hat eine besondere Tätowierung auf dem Arm. Das wäre mir ein Beweis, dass diese Bastarde in der Hölle schmoren. Ich habe sie bereits getroffen. Ich habe sie bereits getroffen. Also sind sie tot, nehme ich an. Aha, die Wegpforte. Ah. Sie waren mir nicht gewachsen. Wo ist jetzt meine Belohnung? Belohnung? Natürlich. Bringe erst den Beweis, dann können wir reden. Mäh. Aber ich weiß, welcher Trupp. Okay, das heißt, ich muss da...
In die Wegpforte wieder rein. Verschlossen. Kann ich hier durch? Nö. Gab's da nicht irgendwas, wodurch ich da durchkommen kann? Ich weiß, welchen Trupp er meint. Als ich durch das Portal zurückgehen wollte, sind die mir aufgetaucht und haben gesagt, hey, Junge, Hilfe. Magische Energie ermöglicht es, die Barrieren aus sinnlicher Energie niederzureißen. So. Cool. Wahrscheinlich ist das der große Haupteingang. Yep. Hey, wieso liegt da was? Und wieso habe ich so ein Gefühl, als ob ich gegen etwas Großes kämpfen muss? Wieso hat das zwei Lebensbalken? Au, ich konnte nicht mal wegrollen. Wow. Dürfte ich trotzdem... Autsch. Okay. Autsch. Au. Ah, das ist echt. Kann man dem überhaupt ausweichen? Kann man der Bestie überhaupt irgendwie irgendwas anhaben? Also okay, ja, ich habe schon so ein bisschen Schaden gemacht. Okay. Dann wollen wir mal. Wow. Ah! Die Stacheln gehen ja echt weit. Wow. Okay. Ah, da wollte ich gar nicht rein. Oh, das war ein Doppeltreffer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das zu laufen hat. Muss ich sehr weit auf Distanz gehen und sobald es seine Combo durchgeführt hat, einfach wieder ranspringen? Au! Au! Immerhin ist der Schaden nicht absurd. Sondern... Naja, es ist halt Schaden. Oh, cool. Dafür ist das da. Wunderbar. Gut, dann Heiltrank. Wegrollen vor diesen Stacheln. Und ich denke mal, dass ich sie ein bisschen beschießen kann.
Oh, beschießen tut sogar gut Schaden. Au! Ich wusste doch, dass es sehr weitreichend ist, aber es hat nur mich beim ersten Mal nicht getroffen. Das ist seltsam. Au. Doppel-Au. Autsch. Irgendwie hat das jetzt mehr Schaden gemacht als vorher. Ist so schwer, dass sie unmöglich mit einer Hand benutzt werden können, okay. Gut. Ah, ich dachte, ich kann damit nicht unterbrochen werden. Fuck! Ja! Boah. Okay. Puh. Autsch. Ah, fuck. Okay, aber es lief schon mal besser und jetzt weiß ich wenigstens auch, dass ich den Kopf zu hauen habe. Weil da schien ich mehr Schaden gemacht zu haben. Ich bin nur ein bisschen verwirrt, wieso mein Handschuh am Anfang getroffen hat und das jetzt nicht mehr tut. Autsch. Ah, fuck. Konzentration. Konzentration. Autsch. Ich weiß nicht. Also man muss wirklich gucken, dass man so schnell wie möglich hinter ihn kommt, sobald er seine nach vorne Schläge macht. Ja, nicht so. Definitiv nicht so. Langsam wird's echt anstrengend. Na? Passieren?
Au. Autsch. Dreck. Ich habe gehofft, dass ich schnell genug Schaden mache. Tue ich aber nicht. Also muss ich weggehen. Und irgendwie macht das mit dem Berserker nur minimal so. Ich muss das vorher aktivieren. Au! Ah, fuck! Puh. Nee. Ah! Es hat ganz knapp nicht genug Schaden gemacht, als dass es wieder umfällt. Wie ärgerlich. Na. Wurde ganz spontan zur Seite weggebiegt. Ich versuche zwar zwischen den Beinen durchzurollen, aber es funktioniert halt meistens nicht. Oh, das macht zwar gut Schaden, aber es entfernt nichts von diesem zweiten Lebensbalken. Also von diesem Rüstungsbalken. Weg! Wieso habe ich sofort keine Ausdauer mehr? Wow. Wahnsinn. Ich habe eigentlich keine Kommentare dazu. Autsch. Ah, komm schon. Zweiter Schlag hätte mich gar nicht treffen dürfen. Trink. Ups. Der Sprung war unnötig. Au.
Okay, ich sollte weg. Nein, 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 nein! Boah. Puh. Das wurde echt eng. Ich trinke gleich noch einen. So, auf bessere Zeit. Wow, was ist mit mir passiert? Autsch. Autsch. Aber er fängt an, mehr Schaden zu machen. Shit. Hab nicht erwartet, dass der zweite noch kommt. Hier sollte ich sicher sein. Okay, das war gut, das war richtig gut. Wow. Wow, also das war nice. Das war ja richtig zerstört. Dieses Stück Dreck hatte nicht mal eine Chance. Es ist aufgestanden und einfach gleich wieder runtergefallen. Yeah, Bestie. Kriege ich etwas gedroppt?